Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Geheimakte Tunguska. Das letzte Mal waren wir mit Nina in Kuba, oder eher gesagt auf Kuba angekommen, und mit Max in Irland. Auch wenn man zuerst auf Nina war, mache ich eigentlich meistens immer erst als erstes den Max-Abschnitt hier. Und so mache ich das auch weiter. Es sieht so aus, als ob sie gerade eine Gastrolle in einem großartigen Abenteuer gewonnen hätte. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ist so eine Eingebung von mir. Kleiner Hinweis an der Stelle. Die beiden Abschnitte allein jetzt sind relativ lang insgesamt. Zusammen sind die nochmal ziemlich lang, also die machen einen großen Teil des Spiels aus. Nicht so wie hier die Aktion in Russland, die halt schon ziemlich zerstückelt war. Das waren ja immer nur so kleine Häppchen. Das hier dauert etwas länger. Der Zug war genauso ziemlich kurz eigentlich. Deswegen, das hier ist schon eine längere Episode. Also. Hi, warum stehst du denn hier draußen im Regen rum? Oh, hallo. Tja, ich war mit meiner Gruppe von Adventure-Treffreisen unterwegs, aber wir haben uns leider verloren. Ich wollte nur noch mal kurz in den Pub und als ich rauskam, war der Bus weg. Oh, dumm gelaufen. Das kannst du laut sagen. Eigentlich wollten wir ja mit einem Boot einen kleinen Ausflug machen und irgendeine alte Burg besuchen. Aber bei dem Wetter finden die Rundfahrten leider nicht statt. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute im Bus mein Fehlen möglichst schnell bemerken und gleich zurückkommen. So langsam wird's nämlich echt ungemütlich. Nachvollziehbar. Warum wartest du nicht im Pub? Nee, muss nicht sein. Der Wirt ist so unfreundlich. Da bleibe ich lieber im Regen stehen. Außerdem habe ich Angst, dass mich meine Reisegruppe nicht findet. Ja, das ist verständlich. Wir können Sie befragen. Ihr seid also auf einer Art Sightseeing-Tour? Nein, eigentlich nicht. Wir sind vom Fabian Reibeisen-Fanclub Hannover und begleiten ihn auf seiner Europatournee. Fabian Reibeisen? Ja. Ach, der Fabian ist ja so süß. Verzeih meine Unwissenheit, aber wer ist das denn? Du kennst Fabian Reibeisen nicht? Den größten Schlagerstar Deutschlands? Ach, was sage ich, der Welt? Nein, eher nicht. Wir sind extra mit dem ganzen Fanclub angereist. Es gab da so ein tolles Angebot von Adventure-Treffreisen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur meinen Fanclub verloren, sondern auch meinen Freund Olli, der bestimmt schon ganz verrückt ist vor Sehnsucht nach seiner Sandrine. Verloren? Naja, wir waren heute Morgen auf dem Weg zum Hotel, als wir auf ein paar Umweltaktivisten der SAF gestoßen sind. SAF? Was? Die kennst du auch nicht? Die Seltene Arten Foundation. Da sollte in der Nähe des Hotels ein Baum gefällt werden. Und das nur, weil die so ein blödes Einkaufszentrum genau dort errichten wollen. Ja, und? In dem Baum nistet ein äußerst seltenes Säbelzahnhörnchen. Oh, ich ahne die Dramatik. Tja, und da war ja klar, dass wir uns an der Demo beteiligen müssen. Ja, sonnenklar. Auf jeden Fall kamen da plötzlich so Leute. Ich glaube, die waren von einem Geheimdienst. Dort in dem Gerangel habe ich dann meinen Olli verloren. Und mein extrem wertvolles, pinkes und mit Edelsteinen besetztes Handy ist auch noch kaputt gegangen. Ja, es gibt so Tage... Gott sei Dank habe ich Komplettschutz und mein Handy wird kostenlos repariert. Na dann? Leider habe ich all die Opfer völlig umsonst gebracht. Die haben den Baum einfach abgeholzt, diese kleinen, miesen... Na, wer wird denn gleich? Zumindest habe ich das Säbelzahnhörnchen noch retten können. Ich habe es adoptiert und Luigi getauft. Luigi? Warum nicht gleich Mario? Mario? Blöder Name. Wie dem auch sei. Seitdem steckt es in meiner Hosentasche und traut sich nicht mehr raus. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Der Kleine ist so goldig. Ich glaube, ich werde ihm einen pinkfarbenen Pullover stricken, damit er nicht mehr so friert. Wenn er mir nur nicht ständig ins Bein pieken würde. Ja, echt interessant. Ich muss dann aber auch mal wieder. Entschuldigung für den kleinen Krach gerade eben. Ich habe eins meiner Regalbretter abgeschossen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle diese Anspielung mit Fabian Reibeisen verstanden. Ich hätte es ja gerade sowieso schon fast falsch gesagt. Keine Ahnung, was für ein Wappen das ist. Ja, ich kann es von hier leider auch nicht erkennen. Wird aber eingesteckt. Dann... Das obere ist ein Tempo-30-Schild, das untere warnt vor Straßenschäden. Kann ich das einstecken? Im Boden verankert. Schade. Dann gucken wir uns das Schild mal an. Ein blechernes Werbeschild für eine Inselrundfahrt per Boot. Bei dem Wetter finden die aber bestimmt nicht statt. Na gut, wenn die nicht stattfinden, ne? Was kostet die Welt? Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter zum Strand, bevor wir uns im Pub umsehen.
ein Stein. Ein Stein. Besondere Merkmale? Keine. Einstecken. Den wird hier keiner vermissen. Jo. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. So, an der Stelle gab es einen kleinen Schnitt. Ich musste nämlich mal Skype im Hintergrund ausmachen, weil ich gerade schon wieder auf WhatsApp angeschrieben wurde und die Skype-Nachrichten dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. Deswegen war ich auch gerade kurz am Überlegen. Eine hübsche Sammlung. Achso, ups. Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Okay, mit dem unterhalte ich mich gleich. Kann ich die Kette hier angucken? Kann ich... Nein. Da ist ein Vorhängeschloss an der Tür. Das will mir wohl sagen, dass ich dort nicht rein kann. Kann ich da reingreifen? So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll. Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Ja, dann wird erstmal eingesteckt. Dann quaken wir nochmal den an. Hallo, wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einen Eimer, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Ist halt die Sache der Angler, ne? Wenn es einem Spaß macht. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee. Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Dann nehmen wir doch das Boot. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah, ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alle. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen? Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Ich frage mich, ob die Synchronsprecher tatsächlich dieses Besoffene nachmachen können oder ob der Synchronsprecher tatsächlich einen sitzen hatte. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer. Und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Ja, gut. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri, Dank. Ich habe an der Stelle leider keinen Plan, was das mit dem roten Hering auf sich hat. Ich weiß jetzt leider auch nicht, ob das nur ein Witz war irgendwie oder was das zu bedeuten hatte. Oh, so voll? Vielleicht hätte ich reservieren sollen. Ja, der Wirt sieht an der Stelle auch ein wenig angepisst aus. Ein einfacher Zinnpokal. Einstecken. Ich nehme den mal an mich. Bei dem netten Herrn hier hat er seine Aufgabe ja offensichtlich schon erfüllt. So, hier ist der Schlüssel. Da müssen wir rankommen. Der sabbert friedlich vor sich hin. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Der scheint nicht übermäßig kommunikativ zu sein. Vielleicht lasse ich ihn erstmal seinen Rausch ausschlafen. Aber schon eine süße Kneipe hier. Muss ich schon sagen. Er scheint sein bester Gast zu sein. Naja, er ist ja auch sein einziger Gast. Zumindest der einzige, der noch stehen kann. Ist das nicht so ein Sprichwort, der Barkeeper muss immer der beste Gast sein? Ein Schlüssel.
Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Dann werden wir bei dem beste Freund des Barkeepers Becher angucken. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Oder auch nicht. Dann reden wir mal mit ihm. Guten Tag. Schönes Wetter heute. Was? Es regnet in Strömen. Das sollte auch ein Scherz sein. Ja, lustig. Na, das kann ja heiter werden. Oh, da haben wir einiges zum Fragen. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Schön. Was ich damit ausdrücken wollte, können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Wenn Sie den alten Ken Morangi meinen, der haust auf seiner Insel. Insel? Wie komme ich denn darüber? Fragen Sie Foley. Sitzt bestimmt unten am Wasser und angelt. Ja, den habe ich schon gefragt. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Lol, was waren denn das gerade für Stimmen? Was ist der Keller hinten? Kommt es bei Ihnen häufiger vor, dass die Gäste in der Kneipe einschlafen? Klar, aber Klaus ist ein ganz hartnäckiger. Den kriegt man auch so schnell nicht wieder wach. Gibt es da irgendeinen Trick? Ja, wenn man ihm was zu essen vor die Nase hält. Dann wacht er auf? Wenn er das Zeug mag, stehen die Chancen nicht schlecht. Was mag er denn so? Er ist früher zur See gefahren. Außer Fisch isst er nichts. Aber eigentlich freue ich mich immer, wenn er schläft. Dann muss ich mich wenigstens nicht wieder zu ihm setzen und mir seine ewig gleichen Seemannsgeschichten anhören. So, das heißt, wenn wir dem was zu essen präsentieren, muss der Wirt sich zu ihm setzen und dann ist der Schlüssel unbewacht. Das heißt, wir müssen dem Kerl was zu essen machen. Wie gut, dass wir einen Fisch dabei haben. Nicht übermäßig viel los hier. Oh, geht so. Haben Sie immer so wenig Gäste? Einige meiner Stammkunden sind tot. Die Laufkundschaft war noch nicht da. Die Laufkundschaft? LKW-Fahrer, die ihre Ware zu den Märkten in den Nachbardörfern bringen. Ab und zu halten die an, trinken 3 bis 12 Whisky und fahren dann weiter. Na dann. 3 bis 12 Whisky. Ja, das sagte ich doch gerade. Und wie oft kommen die so? Jeden Tag. Bringen Obst und Gemüse. Ich frag mich immer, wer das Zeug braucht, wenn es doch auch flüssiges Gemüse gibt. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch. 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Das würde ich gerne sehen. Für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. So, bevor wir aber weitermachen, haben wir hier noch ein paar Tagebucheinträge, die gelesen werden wollen. Ich weiß, es tut mir auch leid. Das haben wir, glaube ich, schon gehabt. Es tut mir auch leid, dass ich an der Stelle effektiv die Folge abbreche, weil ich bin sowieso gleich durch. Deswegen, ehe wir noch was anfangen, womit wir nicht durchkommen, hau ich das Tagebuch rein. Vergangenheitsbewältigung. Tunguska-Region. Die Stelle, an der sich vor fast 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf seinen Expeditionen hier. Aber wo genau? Vielleicht bringt die Spurensuche in der Vergangenheit etwas Licht ins Dunkel der Gegenwart. Die verbotene Zone. Tunguska-Region. Dem alten Evenken geht es wieder besser. Er berichtet von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Absturzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand und für immer verschwand. Und er berichtet von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnung hören wollte. Paris musste teuer dafür bezahlen. Auch Nina wird von ihm gewarnt. Aber soll sie jetzt noch umkehren, so kurz vor dem Ziel? Auf eigene Faust. Tunguska-Region. Ninas Vater konnte bei seiner Expedition von 1958 keine eindeutige Aussage über die Ursache der Tunguska-Katastrophe treffen. Seine Untersuchungen von einem in der Region gefundenen Bruchstück fasste er in der Kalenko-Expertise zusammen. Das Material ist zwar nicht von der Erde, wurde aber mit Werkzeugen bearbeitet. Die Expertise wurde allerdings von oberster Stelle zurückgehalten. Trotzdem forschte Ninas Vater weiter und startete 1977 zusammen mit Manuel Perez auf eigene Faust eine Expedition, um nach weiteren Bruchstücken zu suchen.
Lichterscheinung, Tunguska-Region. Die versteckte Filmrolle zeigt Manuel Perez und Wladimir Kalenko auf ihrer Expedition. Aber was waren das für seltsame Lichter? Und was ist mit Perez passiert? Und die letzte Seite werden wir leider erst in der nächsten Folge lesen, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ende der Durchsage. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.